Nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung. Startklar für Olympia. Ganz Paris wird Kulisse. Diese Spiele sollen einzigartig werden. Höher. Stärker. Zusammen. Und es gibt ein großes Versprechen. Diese Spiele sollen gut werden für die Menschen und die Stadt. Kann das funktionieren? Ich bin Sabine Rau und berichte für die ARD aus Paris. Ein Jahr lang habe ich verfolgt, wie sich Paris vorbereitet. Paris 2024. Und die Frage ist, wie verändern die Spiele diese Stadt? Ich nehme die Metro und fahre eine halbe Stunde nach Norden. In die Banlieue, die von den Olympischen Spielen besonders profitieren soll. Saint-Denis gehört zum ärmsten Departement Frankreichs. Hier wird für Olympia geklotzt. Hotels, Arenen, Straßen entstehen. Die Spiele sollen die Lebensbedingungen der Menschen in dieser Vorstadt verbessern. Aber Marks Leben haben die Spiele erst einmal verschlechtert. Die Arbeiten sind noch im Gang. Ein neuer Autobahnzubringer durchschneidet sein Quartier. Gebaut als Zufahrt für das künftige olympische Dorf. Bevor sie mit den Bauarbeiten angefangen haben, lief ein Großteil des Verkehrs hinter dem Turm vorbei. Und dann direkt auf die Autobahn. Jetzt wohnt Marc direkt am Zubringer. Ich wohne dort. Da? Im ersten Haus, da. Vier Generationen. Ich habe es mitgebaut. Ich kenne es also ganz gut. Heute ist Marks Haus eingekeilt zwischen Zubringer und Autobahn. Er fragt sich, was er eigentlich von den Spielen hat, auch wenn zwei der Olympia-Arenen direkt in Sichtweite sind. Da rechts hinten, das ist das Stade de France. Und das, was so aussieht wie eine Banane davor, das ist die Olympische Schwimmhalle. Diese neuen Verkehrstrassen, sagen die Behörden, sind absolut notwendig, um die Athleten und die Besucher während der Spiele zu transportieren. Aber für die Menschen, die hier leben? Sie ist schon 11 Jahre alt und seit 10 Jahren bei uns. Rosa und Marc Boulbeau haben einen kleinen Zoo zu Hause und Rosa managt ihn. Der ist ganz lieb, den können Sie streicheln. Marc arbeitet im Schichtbetrieb als Elektromechaniker. Rosa war Beamtin. Rosa, es gab immer das Versprechen, dass sich mit den Olympischen Spielen das Leben für die Menschen hier positiv verändern wird. Ein Jahr lang bis zu den Olympischen Spielen wird es gut laufen, denn man will aller Welt zeigen, dass sie auch hier in Saint-Denis stattfinden, dass es hier sauber ist und so. Bis zu den Spielen wird es also keine Probleme geben. Danach wird das vorbei sein. Warum glauben Sie das? Weil es jetzt auch so ist. Wir sind hier nicht im vornehmen Boulogne, das hier ist Saint-Denis. Hier lässt man es schleifen. Glauben Sie, die Spiele sind am Ende nur eine kurze Momentaufnahme? Für die ganze Welt, ja. Aber nicht für Sie. Für uns? Für uns ist das eher ätzend als schön. So sehen es viele in der Vorstadt. Einige Kilometer weiter am Stadtrand von Paris ein anderes schwieriges Viertel. Die neue Olympia-Arena ist hier wie ein UFO gelandet. Früher war dieser Ort Fixpunkt für Junkies und Obdachlose. Sie mussten der neuen Arena weichen.
Können die Spiele die Stadt besser machen? Ich schaue mich um. Das einstige Problemviertel Porte de la Chapelle verändert sich und es lebt auf. Dank der Olympia-Arena, sagt die Stadt und verweist stolz darauf. Hier steht, das Viertel verändert sich für die Spiele und für sehr lange Zeit. Ich frage mich, wie erleben die Bewohner das? Noch ist das Viertel ein sozialer Brennpunkt. Wie hat die Arena das Viertel hier verändert? Kannten Sie das Viertel vorher? Ja. Dann sehen Sie den Unterschied? Es gibt keine Junkies und Flüchtlinge mehr. Die Bürgersteige sind neu gemacht. Es ist ja jetzt fast so wie auf den Champs-Élysées. Die Sicherheit ist vorher schon besser geworden. Hier sind ja jetzt immer Sicherheitsleute und Polizisten unterwegs. Die Arena, was für ein Blödsinn. Mit den Drogen und den Junkies hat sich gar nichts geändert. Es ist doch gerade erst 16, 17 Uhr, da ist noch alles in Ordnung. Aber abends spät oder morgens früh, da hat sich noch nichts geändert. Nebenan, direkt vor der Arena, spielen die Kids vom Fußballclub. Hassan, ihr Trainer, ist so eine Art großer Bruder für sie. Er kennt das Viertel ganz gut. Also ich kann mich gut erinnern, als ich jünger war, da hat man hier um den Sportplatz herum Dinge gesehen, die waren nicht normal. Aber seit die Arena da ist, hat sich das geändert. Okay, inwiefern? Inwiefern? Die Kinder fühlen sich sicherer, das merkt man. Und die Eltern haben auch ein besseres Gefühl, wenn sie zum Training bringen. Und wir haben hier viele Kinder, die trainieren kommen. Das freut uns natürlich. Und für sie soll die Arena nach den Spielen als neues Sportzentrum offen sein. Nicht weit davon, am Canal de l'Ourcq. Es gibt eine besondere Bootstour zur Vorbereitung auf Olympia. Es geht zu den großen Wettkampfstätten in der Banlieue Saint-Denis. Dort, wo auch das Stade de France ist. Ich bin gespannt. Start ist in Paris. An Bord sind vor allem Menschen aus Saint-Denis. Sie wollen mehr erfahren über die Stadien und Spielstätten in ihrem Vorort. Die Jungs sind mit ihrem Verein gekommen und freuen sich schon auf die Wettkämpfe, wie sie mir erzählen. Da kommen viele Menschen aus der ganzen Welt zu uns. Das werden tolle Begegnungen und Spiele. Ich hoffe, dass alles gut läuft und dass ganz viele Franzosen gewinnen. In 10 Jahren sehe ich mich auch da. Ich möchte selbst mitmachen. Während wir über die Kanäle Richtung Saint-Denis schippern, passieren wir eine Uferzone, die nicht so recht ins Bild passen will für die Spiele. Ja, hier sind jede Menge Obdachlose, die die Stadt Paris gerne loswerden möchte während der Olympischen Spiele. Andernorts hat die Polizei diese Zelte geräumt, die Menschen einfach umquartiert. Daran gibt es viel Kritik, nicht nur von Sozialverbänden. Non, mais vous avez déjà fait une visite avec moi. Wir haben Zelte gesehen, in denen Menschen leben, darunter viele Migranten. Und sie wurden hier mit keinem Wort erwähnt. Wir grenzen diese Menschen weiterhin aus. Und die Olympischen Spiele tragen noch dazu bei. Die Schattenseite der Spiele, ganz dicht am berühmten Stade de France. Die Spiele haben Paris auf jeden Fall verändert. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt,
Bitte hier klicken.